Also ich denke, das Werk Snow White, konzipiert als sinfonische Rockoper Schneewittchen, eigentlich als Bühnenwerk mit großem Orchester, mit einer Rockband, mit einer richtigen Rockband der 70er bis 90er Jahre, mit einem großen Chor, bestehend nur aus Solisten eigentlich, mit den Solisten, welche die Hauptrollen verkörpern. Dazu braucht es aber die richtigen Komponisten. Das wären Georges Fleury und Raitis Grigalis. Zusammen sind wir ein Team, haben wir ein Team gebildet und vor 2 Jahren damit begonnen, diese Rockoper, zuerst das Libretto und dann die Komposition zu schreiben. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Wir sind soweit. Andreas Schwarz, Librettist, der Initiator der ganzen Geschichte, der das Drehbuch geschrieben hat, die ganzen Szenen beschrieben, dass Regisseure und Choreografen ganz tolles Material haben. Wir hatten eigentlich was anderes im Sinn, aber auf einmal sagte Andreas zu uns, wir schreiben jetzt eine Rockoper, Schneewittchen. Und wir haben nicht lange gebraucht, wir haben mit dem George ja gesagt, wir machen das. Jetzt sind es etwa 2 Jahre seit dem Moment und die Rockoper ist so weit. Wir sind hier im Studio, Pan Productions, beim Aufnehmen, beim Trailer, Demos zu machen. Dir sage ich, du seid verflucht, wenn du nicht schweigst, was ich dir sage. Zu Diensten doch bin stark und klug, so sei es denn, Schneewittchen stirbt. Schneewittchen stirbt. Wir sind sehr gut vorwärts gekommen. Die Personen des Märchens haben sich so richtig gezeigt. Plötzlich war Schneewittchen Schneewittchen. Die Mutter von Schneewittchen traurig, als sie merkte, dass sie sterben wird. Schneewittchen untröstlich. Dann kommt aber der böse Zwerg noch dazu. Er hasst die Königin und so weiter. Spieglein, Spieglein an der Wand. Die Geschichte von den Ganzen, ohne das hätten wir gar keine solche Musik schreiben können. Alleine die Texte, die haben uns so inspiriert, auch die richtige Musik dazu zu schreiben. Das hat man einfach im Herz gefühlt, was man jetzt da niederschreiben muss. Von verschiedensten Musikstilen kombiniert mit klassischem Gesang, das gibt das Neue. Das gibt der neue sinfonische Rockoper-Stil Snow White. Sei König, mir erhöre mein tiefes Flehen, errette mich aus der Not und zeig mir den Weg. Das Stück ist, hat auch vieles aus der Musikgeschichte, viele klassische Elemente. Zum Beispiel, wenn wir Form anschauen, es hat eine Ouvertüre, die hat George geschrieben, eine mit ganzem Sinfonieorchester, aber auch vielen Rock-Elementen zusammengemischt. Dann gibt es Tänze, dann gibt es auch Rezitative, gibt es Arien. Also sehr viel aus der Tradition, aus der Operngeschichte haben wir in unserem Stück dabei. Denn ich brauche deine Liebe. Okay. Ja. Denn ich brauche deine Liebe. Denn ich brauche deine Wärme. Als ich diese Texte dichtete, wie man sagen kann, wie ein Gedicht auch, da wusste ich, es fließt, es fließt. Ich muss mich eigentlich gar nicht anstrengen. Und ich wusste vor allem auch, Raitis und George, die werden diese Texte in Musik umsetzen, dass mir das Herz aufgeht. Und das ist auch gelungen bis ans Ende, bis zur Inquisition, bis zum Tod der bösen Königin, bis alle glücklich waren, als Schneewittchen und der Prinz heirateten und die 7 Zwerge mit dem 8. Zwerg sich in die Arme fielen. So weiß wie Schnee, eine
haben versucht, natürlich der Geschichte die Musik so nahe zu bringen wie möglich, damit die Musik ein schönes Kleid dem schönen Märchen der Geschichte wird. Ich muss wirklich erwähnen, ohne das Libretto, da haben wir zusammengearbeitet, natürlich immer ganz intensiv mit Andreas Schwarz, wobei die moderne Technik, nicht nur das Studio, sondern eben auch die Kommunikationsmedien, sprich Skype, haben wir ein Skype eingerichtet, wo wir alle drei gleichzeitig miteinander konferieren können. Verwirrung und Leiden und Tod. Das Konzept ist geschrieben, die Komposition ist gemacht. Sinfonische Rockoper Snow White, wir freuen uns.